zwei Wörter, wieso ich House of Wax eigentlich nie sehen wollte. Paris Hilton. Trotzdem wurde ich dazu gezwungen, den Film sogar im Kino zu sehen und habe ihn damals mit dem zarten Alter von was weiß ich wie viel gehasst. Da die Blu-ray jetzt irgendwo günstig im Angebot waren, flog er mir trotzdem zu und ich darf ihn mir jetzt noch einmal anschauen. Yippie-ki-yay! Aber wer weiß, vielleicht gibt's ja irgendeine hostelsche Stimmungsschwankung und der Film ist ja im Endeffekt gar nicht so schlecht, wie ich ihn in Erinnerung habe. Das alles und leider noch viel, viel, viel mehr nach den Credits. Beginnt mit einer atmosphärisch dichten, aber komplett sinnentleerten Szene von irgendeiner kranken Familie beim Frühstückstisch. Sie bereitet irgendeine Wachsmaske zu, ein Kind kann das Frühstück alleine zu sich nehmen und das andere wird am Sitz festgeschnallt. Szene Ende. Relevanz für den Plot, ja, aber ganz ehrlich, das ist mir noch alles lieber als das, was als nächstes kommt, denn jetzt lernen wir unsere Crew für den ganzen Film kennen, oder wie ich sie nenne, die 0815 Klischee-Bagage. Denn wir haben einen unsympathischen Idioten, eine unsympathische Idiotin, wir haben eine normale, wir haben deren Freunde und natürlich den obligatorischen Außenseiter mit Kamera, wo ich mich jedes Mal frage, wieso der eigentlich überall mitgenommen wird. Weil ganz ehrlich, ein Typ, der ganz alleine mit einer Kamera herumrennt und sich oder irgendwas anderes filmt, das ist ja doch erbärmlich, oder? Anyways, unsere Charaktere machen das, was sie scheinbar als einziges können. Sie fahren irgendwo hin zelten, um dann dort Party zu machen. Währenddessen übrigens im Auto rennt unser Kamerakerl herum, filmt alle, hält die Kamera auf Paris Hiltons Gesicht und sie regt sich auf, nein, sie mag das nicht, so gefilmt zu werden. ihr größter Erfolg war es, so gefilmt zu werden. Ich meine, gut, weiter unten, aber dann doch mehr oder weniger im Handkamerastil. Und auf jeden Fall, während diesem Klischee-Zelten und Saufen führen sie sich natürlich ganz besonders dämlich auf. Vor allem, wenn irgendein Wildfremder dort in der Gegend wohnender Kerl mit seinem Auto auftaucht, ist das Einzige, was unser Klischee-Idiot machen kann. Er wirft ihm eine Flasche nach, dass ihm ein Licht beim Auto kaputt macht, wann dann der Typ wieder wegfährt. Ach, Freundlichkeit, wer braucht das schon? Irgendwann einmal fängt es dann übrigens bei dieser Camping-Location fürchterlich zum Stinken an, dass sich alle denken, bäh! Und als logische Reaktion trinken sie einfach weiter und sprechen diesen Geruch nie wieder an. Sinnvoll. Am nächsten Tag in der Früh ist dann der Geruch übrigens wieder zurück und dann beginnen die Leute dem nachzugehen und herauszufinden, wo der herkommt. Ich muss sagen, die Ursache für diesen Geruch war eigentlich eine der zwei Szenen, die ich damals, wie ich den Film im Kino gesehen habe, wirklich mochte. Weil wie sie dann in diese Grube mehr oder weniger hineinschlittern, das hat eigentlich Atmosphäre, vor allem wenn man sich das dann vorstellt, kann man sich auch den Geruch richtig gut vorstellen. Es fährt dann zu dieser Grube irgendein Typ, der meint, es ist quasi seine Aufgabe, da jetzt die toten Tiere hinzugeben, deswegen nenne ich ihn jetzt den Roadkill Manager, weil heutzutage ist ja eh schon jeder irgendein Manager, keine Ahnung. Und die Leute wollen zum Auto, zum Automechaniker, weil irgendwas an ihrem Auto nicht ist, quasi insert random plot device here, damit sie in die verlassene Stadt hin müssen, weil sonst hätten sie ja überhaupt keinen Sinn da, dahinter dorthin zu kommen. Und der Kerl nimmt sie mit und nachdem sich dieser creepy Idiot dann irgendwie weiter aufführt wie ein creepy Idiot, wow, surprise,
flüchten sie dann irgendwie vom Auto und gehen alleine in die Stadt. Sie besuchen den Mechaniker, der gerade in der Kirche ist und natürlich nicht wahnsinnig erfreut ist über dieses Hineinplatzen. Deswegen meint er, sie sollen sich in irgendeiner gewissen Zeit dann bei sich in der Werkstatt treffen. Was machen unsere zwei Leute, wenn sie alleine in dieser Stadt sind, wo sie sich nicht auskennen? Natürlich, sie gehen zum Wax House, weil irgendeine Attraktion hat die Stadt ja zum Glück doch. Die Tür ist zu. Es steht geschlossen, was machen wir? Wir gehen natürlich trotzdem rein, aber nicht bevor er draußen an der Wand von diesem Wachshaus kratzt und feststellt, hey, es ist das ganze Haus aus Wachs. Blödsinn! Ein ganzes Haus aus Wachs, das genehmigt doch die Baubehörde nie. Alleine wenn schon die pralle Sonne drauf scheint, ich meine nicht, dass das Haus direkt wegschmilzt, aber es würde sich wahnsinnig schnell verziehen und ist nicht wirklich eine stabile Bausubstanz. Aber gut, wenn ich jetzt solchen Details bei diesem Film anfange, dann sitzen wir morgen noch da. Und zum Glück führt sich unser Vollidiot dann auch drinnen noch auf wie ein Vollidiot, indem er einfach durch das Museum geht und quasi um zu testen, ob etwas aus Wachs ist, sein Feuerzeug dranhält. Macht man das nicht immer, wenn man durch ein Museum geht? Hey, das ist die Mona Lisa. Schauen wir mal, ob die wirklich echt ist, weil nur die echte brennt. Ja, ich meine, ganz ehrlich, ich bin, vielleicht könnt ihr euch das vorstellen, nicht derjenige, der Tag ein, Tag aus in ein Museum geht, aber dass, wenn man in einem Museum ist, man dort nichts anzünden sollte, das weiß ich dann schon. Drinnen finden sie dann übrigens einige Statuen, die unterschrieben sind von einem gewissen Vincent, weil Vincent Price war der Hauptdarsteller des Films aus den 50ern. Und um das jetzt ganz kurz zu erklären, nicht einmal der Film aus den 50ern war ein Original, sondern ist seines Zeichens ein Remake aus dem Film von einem Film aus den 30er Jahren. In der 50er Version übrigens macht Vincent Price aus Leichen Wachsfiguren, aber nicht nur aus Faulheit oder sonst was, weil eigentlich war er einmal ein toller Wachsfiguren-Gigant, aber er hat dann irgendeinen Unfall und hat deswegen für sich selbst, für sein entstelltes Gesicht eine Wachsmaske anfertigen müssen, die übrigens sich perfekt bewegt, fast wie ein menschliches Gesicht und alle Emotionen zulässt und überhaupt nicht aussieht wie eine Wachsmaske, fast so, als wären die Make-up-Artists damals zu faul gewesen, eine Maske zu machen. Und nur weil er es quasi körperlich nicht mehr kann, beginnt er aus echten menschlichen Leichen Wachsfiguren zu machen, weil er halt sonst seinen Beruf gänzlich aufgeben müsste. Hier allerdings werden gleich lebende Menschen zu Wachsfiguren verarbeitet, weil wir brauchen ja irgendeine Weiterentwicklung, um unser heutzutage geltendes R-Rating irgendwie zu rechtfertigen. Unsere Leute merken übrigens dann erst später, dass mittlerweile schon das ganze Dorf, in dem sie sich befinden, aus Wachs ist. Und was ich mich da nur frage, wie zum Teufel ist das möglich, ohne dass da irgendjemand draufkommt? Weil ganz ehrlich, wenn in einer Stadt wie Wien zwei Personen verschwinden würden, fällt das vielleicht schon auf. Aber in einer Stadt wie Ambrose, die so wie sie präsentiert wird, eine 100-Seelen-Gemeinde ist, wenn da 100 Leute verschwinden, und zwar nicht gleichzeitig, sondern nacheinander, dass das nicht irgendjemandem auffällt, wenn dann jemand da sitzt und sagt, heute in der Früh um 10 hatte ich einen Termin mit Mathilde, aber die ist nicht erschienen. Um 12 hätte ich mich mit Tim treffen sollen, der ist auch nicht erschienen. Im Fernsehen sollten jetzt gerade die Nachrichten sein, aber der Moderator ist nicht da. Dumm. Ja, mein, ganz ehrlich, wie blöd muss man sein, dass einem das nicht auffällt? Vor allem einige dieser Wachsfiguren, die dann in dem Dorf aufgestellt wurden, sind sogar so mechanisch präpariert, dass sie sich bewegen, wenn jemand ihnen in die Nähe kommt. What the? Für wen wurde das installiert? Es ist quasi, diese Stadt hat ein Wachsfigurenkabinett, aber mittlerweile ist die ganze Stadt das Wachsfigurenkabinett. Das sind alle Örtlichkeiten, also zum Beispiel auch die Kirche, in der wir vorher waren, wo wir uns schon gewundert haben, wieso sich von den Leuten eigentlich keiner ansatzweise bewegt, lernen wir dann später, dass das alles Wachsfiguren sind. Wir kommen in ein Kino voller Wachsfiguren und ich frage mich nur, why? Warum? Wer macht das? Wieso? Ich meine, ganz ehrlich, wenn die damit Geld verdienen wollen würden, von wem wollen die Geld verdienen, wenn alle Leute Wachsfiguren sind? Und
Von draußen könnten sie sich keine Leute holen und quasi einladen in die Stadt und Eintritt verlangen zu diesem großen Wachsfiguren-Festival, weil dann könnte irgendjemand auf die Idee kommen zu fragen, hey, wo sind eigentlich alle echten Leute hin? Ja, aber gut, machen wir einfach weiter mit der Story. Nachdem jetzt in diesem Wachsfigurenkabinett einige forcierte Jumpscares auf unsere Protagonisten losgelassen wurden, gehen sie weiter zu dem Mechaniker, der das benötigte Teil zufälligerweise gerade nicht in der Werkstatt hat, sondern der meint, er hat es zu Hause, weil man das ja immer so macht, dass man seine Ersatzteile für die Firma zu Hause lagert und nicht vielleicht in einem Lagerhaus bei der Firma. Yikes! Und das Schlimme ist, unseren Hauptdarstellern fällt das nicht einmal auf. Die gehen einfach mit, denken sich, hör du, aber egal, ja? Und unser unsympathischer Idiot, muss dann dort aufs Klo, wird von Bo, so heißt der Mechaniker, übrigens einer der, eigentlich der coolste Charakter in dem ganzen Film, vor allem, weil er von seinem Darsteller auch wirklich gut verkörpert wird meistens, wird in sein Haus gelassen und was macht er dort? Geht einfach herum, schaut sich um, findet zum Beispiel so einen in Alkohol eingelegten Pferdefötus und fängt an damit zu spielen. Ja, wieso? Und dann geht er noch weiter, findet irgendwo Folterwerkzeug herumliegen und spielt dann damit. Dum, dum, ja, wie ein Kleinkind, vor allem wenn jemand eingelegte Pferdeföten und Folterwerkzeug zu Hause hat, dann bleibe ich dort nicht wirklich gerne lang, sondern versuche, mich zu verschüssen. Gut, unsere weibliche Protagonistin in der Szene, gespielt übrigens von Elisha Cuthbert, findet heraus, dass Bo derjenige ist, dem sie mit der Flasche das Auto zertrümmert haben, weil sie sieht das Auto stehen vor ihm, vor dem Haus, und er schaltet plötzlich irgendwie den Crazy Switch um. Ja? Er zuckt plötzlich völlig aus, dreht komplett durch, sie versucht sich in dem Auto einzuschließen, er versucht sofort das Auto aufzubrechen, sie aus dem Auto wieder rauszuzerren, sie fängt an mit diesem Auto loszufahren und er hängt sich dann irgendwo dran. Keine Ahnung, was das alles für einen Sinn machen soll. Und sie verliert natürlich das, ihr Handy, das dann irgendjemand später über seine Mobilbox noch erfahren kann, was da irgendwie los gewesen ist. Und wieso der Kerl einfach plötzlich so verrückt wird, keine Ahnung. Und vor allem dann sehen wir zum ersten Mal übrigens seinen Bruder, Vincent, bei der Arbeit. Genauso wie Vincent Price übrigens im 50er-Film hat auch er eine Wachsmaske um, weil sein Gesicht auch irgendwie verunstaltet ist. Warum, das erfahren wir dann später. Und er präpariert aber eben nicht menschliche Leichen, sondern noch lebende Menschen. Und zwar indem, dass er sie in irgendeine Apparatur einspannt und dann mit heißem Wachs einfach begießt. Figur fertig! Wow, ist das kreativ! Ich meine, ganz ehrlich, mit dem Ausmaß an Kreativität könnte er genauso gut Alien vs. Predator 3 inszenieren. Und ganz ehrlich, ich meine, eine Wachsfigur zu erstellen, ich war letztens bei der Madame Tussaud, ich habe größten Respekt vor allen Leuten, die Wachsfiguren machen, die eine derartige Detailverliebtheit an den Tag legen, dass, um ehrlich zu sein, wenn ich einen Zentimeter von dieser Figur stand und die hätte sich plötzlich bewegt, klar wäre ich erschrocken, aber die Überraschung wäre nicht so da gewesen, weil die Gesichtszüge einfach dermaßen realistisch ausschauen. Und dann kommt einfach der Typ daher, da sitzt jemand, Wachs drüber leeren, Wachsfigur fertig. Ich meine, ja gut, nachher kratzt er das Ganze vielleicht noch ein bisschen grad. Wobei, was ich mir denke, wenn man über einen normalen Menschen dann so eine 2 cm dicke Wachsschicht gibt, abgesehen davon, dass sämtliche Details im Gesicht, wie zum Beispiel die Nase, komplett in diesem Wachs untergeht und man gar nichts mehr sieht, dass es dann vielleicht im Endeffekt sowieso irgendwie modellieren muss, sodass es Sinn macht. Keine Ahnung, vor allem, weil dann irgendwann einmal dieser Typ in diesem Wachsfigurenkabinett sitzt und ein anderer aus unserem quasi Loser-Team ihn entdeckt und dann anfängt, ihn mehr oder weniger zu streicheln und dabei das Wachs von seinem Gesicht abgeht und wir eben sehen, dass das so eine dicke Wachsschicht ist, die aber nicht nur eben schon perfekt glatt ist, sondern auch noch ziemlich nicht fest. Also der kratzt da drüber und zieht ihm das Wachs quasi ab. Unterhalb von dem Wachs sieht man noch immer die
quasi verbrannte, blutige Haut. Und der meinte, oh, das tut mir leid, warte, ich mach halt noch weiter, aber es tut mir schon so leid. Und hat dann irgendwann einmal seine halbe Wange in der Hand, ja, ohne dass er irgendwie draufkommt, dass das dumm, dumm, dumm ist. Aber egal. Übrigens, wir müssen bei unserer Story mit Elisha Cuthbert und ihrem nervigen Kerl weitermachen, weil sie wurde eben dann von Bo gefangen genommen, wurde unter seiner Tankstelle in einen Keller eingesperrt, dort mit irgendeinem Klebeband an irgendeinem Sessel festgeklebt, den Mund pickte ihr mit Superkleber zu, weil Superkleber ja offensichtlich so funktioniert, vor allem wenn er Klebeband hat, was er verwenden kann. Aber gut, sie ist eigentlich nicht viel gescheit, weil sie kann sich dann irgendwann einmal ein bisschen befreien, hat dann eines von diesen Metalldingen, an das sie festgeklebt war, in der Hand. Und anstatt, dass sie damit gegen das Gitter trommelt und gegen den gegen diesen Abfluss, ja, unter dem sie sitzt, steckt sie einfach einen Finger durch. Ich glaube nicht, dass das irgendjemand sieht, vor allem wenn sich dann Bo diabolisch hinkniet und ihr den Finger mit der Kneifzange abzwickt. Übrigens, eigentlich ein weiterer relativ cooler Moment in dem Film, abgesehen davon, dass er null Sinn macht. Ja? Anyways, irgendwann einmal reißt sie sich dann den Mund auf, ouch, und ruft ihren Bruder, der befreit sie dann und ist übrigens ab sofort ein ganz normaler, sympathischer Zeitgenosse, der überhaupt genau nicht mehr der Vollidiot ist wie vorher. Kurz eine 180-Grad-Charakterwendung, die scheinbar vonnöten war, damit wir ihn für den letzten Akt des Films dann als Identifikationsfigur verwenden können. Kurze Frage. Nicht, dass ich was dagegen habe, dass er jetzt nicht mehr die Gesäßvioline von vorher ist, aber wieso hat er vorher diese Gesäßvioline sein müssen? Wie gesagt, ich will's einfach irgendwie gar nicht so hinterfragen. Wir kommen nämlich mittlerweile zu einer der weiteren geilsten Szenen in dem Film, nämlich Paris Hiltons Ende. Was leider auch davon überschattet wird, dass es von hinten und vorne keinen Sinn macht. Weil sie geht über irgendeinen Metallboden, wo dann der Killer durchsticht und ihr den Fuß aufschneidet. Übrigens scheint der Film irgendwas gegen Achillessehnen zu haben, weil das schon der zweite Kill ist, der mit einer durchgeschnittenen Achillessehne anfängt. Aber egal. Sie flüchtet sich dann in ein Auto, er nimmt so einen eigentlich ungeraden Holzpflock, schießt den in ihre Richtung und der bohrt sich genau durch ihren Kopf, so dass er auf der anderen Seite wieder rauskommt. Nein. Das funktioniert so nicht, ja, selbst wenn ihr angespitzt ist, der Pfahl fällt gegen ihren Kopf, boing, und fertig, prallt wieder ab, sie hat vielleicht eine kleine Platzwunde und kann immer noch weiterleben, aber dass das einfach so durchgeht, ich meine, gut, abgesehen davon, wie sie dann nach hinten fällt und nach vorne und dann am Boden und dann, was für ein Schwachsinn, aber gut. Wir kommen jetzt dann zu der von mir vorher schon angesprochenen Kinosaal-Szene. Und jetzt wird's dann echt lächerlich. Abgesehen davon, dass die Konfrontation mit Bo in diesem Kinosaal wirklich gelungen inszeniert wurde, weil der Film, der Schwarz-Weiß-Film, der im Hintergrund läuft und unsere Leute verstecken sich mehr oder weniger unter den Wachsfiguren und Bo ist mit der Schrotflinte unterwegs, schießt, zerschießt ein paar Wachsfiguren den Kopf und bekommt dann aber im Endeffekt von unseren Leuten zwei Pfeile rein. Und wir sind dann im nächsten Kapitel von Klischee 101, weil unsere zwei Leute, nämlich Bo, einfach mit den zwei Pfeilen im Körper liegen lassen, glauben, dass er tot ist und dann überrascht sind, wenn er wieder auftaucht. Ich bin das im Übrigen nicht. Vor allem, weil sie zu der Zeit, wo er sich dann wieder erfängt, in seinem Haus sind und wieder mit den Schäfchen spielen. Nein, sich dort mehr oder weniger verstecken. Und er taucht auf, zieht sich die Pfeile aus dem Körper, ist mehr oder weniger so geschwächt und so kaputt vor Schmerzen, dass er sich dabei übergeben muss. Und unsere Leute können nur dabei zuschauen. Auf die Idee zu kommen, ihn in einem Moment zu überfallen, wo er möglicherweise etwas schwächer ist als sie und sie eine Chance gegen ihn haben, ist zwar eigentlich
unfair, aber ganz ehrlich, wenn ich mit einem Killer konfrontiert bin, der eine ganze Stadt in ein Wachsfigurenkabinett verwandelt hat, ist Fairness im Kampf nicht mein erster und einziger Gedanke. Aber gut, unsere Leute kommen dann wieder in dieses Wachsfigurenkabinett und fackeln dann dort den Keller ab. Wahnsinnig gescheit, wenn wir schon wissen, dass das ganze Haus aus Wachs besteht, oder? Und Vincent macht dann das, was ich noch wahnsinnig klüger finde, weil während er durch dieses brennende Wachs im Keller durchrennt, nimmt er eine Matratze und hält sie vor seinen Körper. Das heißt quasi, um durch dieses flammende Inferno zu kommen, weil das was bringt. Und abgesehen davon, ich glaube nicht, dass Matratzen so wahnsinnig feuerfest sind. Aber gut, wir können ja unseren Idioten von vorher fragen, der prüft das sicher gerne. Gut. Und ich muss jetzt eines sagen, auch wenn ich schon vorher erwähnt habe, dass die ganze Idee mit dem Haus aus Wachs wahnsinnig sinnfrei ist und eigentlich dieses ganze Finale von vorn und hinten keinerlei logisch oder sonst irgendwelchen Sinn macht, ist es optisch für mich eines der genialsten Finale, die ich in den letzten x Jahren in einem Horrorfilm gesehen habe. Wow! Dieser ausgedehnte Schlusskampf mit Beau und Vincent, die übrigens beide vom selben Schauspieler gespielt werden, in diesem langsam schmelzenden Haus ist ein Wahnsinn. Die Wachseffekte sind absolut genial. Allein wenn dann irgendwann jemand die Stiegen raufgehen will und dann schon in diesem flüssigen Wachs stecken bleibt und wie dann langsam dieses ganze Haus zusammensackt und so weiter. Wie gesagt, abgesehen davon, dass Wachs aus diesem Grund kein logisch zu verwendender Baustoff ist, schaut das verdammt genial aus. Gut, ich könnte jetzt natürlich noch hinterfragen, dass dieses brennende Wachshaus so eigentlich nicht funktionieren würde, weil Wachs an sich eigentlich nicht brennt, sondern nur der Wachsdampf, weswegen man bei einer Kerze auch einen Docht verwendet. Gut, man muss nicht alles haben, aber wie gesagt, zumindest von der Tricktechnik her, von der Atmosphäre her, von der Intensität her, ist das Finale wirklich toll. Außerdem finden wir jetzt dann langsam endlich heraus, was es mit Beau und Vincent auf sich hat, weil die beiden waren siamesische Zwillinge. Und wie sie getrennt wurden, wurde bei Vincent eben ein Teil des Gesichts mit abgeschnitten, aus Gründen, dass es geht einfach nicht anders, und deswegen war sein Gesicht entstellt, weswegen er dann im Endeffekt auch die Wachsmaske hat. Nur, ganz kleine Frage, zwischen sich selbst eine Wachsmaske machen, um sein entstelltes Gesicht zu verdecken, und sich selbst eine Wachsmaske machen, um das entstellte Gesicht zu verdecken, und eine ganze Stadt in ein Wachsfigurenkabinett zu verwandeln, ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Abgesehen davon, wie subtil einem der Film diese Idee noch einmal unter die Nase reibt, wenn Cuthbert sich in einem Raum verschanzt und mehr oder weniger eine Krippe aus Wachs vor die Tür stellt, damit Vincent nicht durchkommen kann, und in einer wirklich geilen Einstellung der einfach mit dem Messer in die Tür hackt und sie mehr oder weniger durchschneidet, weil die Tür ist ja aus Wachs, dem Nummer 1 Baustoff übrigens für Türen, und dann nebenbei auch durch diese Krippe schneidet und natürlich genau diese zwei siamesischen Zwillingbabys genau dort, wo die beiden voneinander getrennt wurden, durchschneidet. Hahaha, subtil. Yikes. Ach, gut. House of Wax ist ein doofer Horrorfilm. 0815 Klischee-Charaktere, eine Story, die mehr oder weniger vorn und hinten keinen Sinn macht und so viele Lücken hat wie ein altes, von Motten zerfressenes Wachsfigurenkabinett. Aber trotzdem, muss ich sagen, hat der Film seine Atmosphäre. Der Regisseur Jean Colessera, den wir übrigens auch kennen von The Orphan oder Unknown Identity, schafft es in einigen Szenen, eine wirklich großartige Atmosphäre zu erzeugen. Das Finale in dem brennenden Wachshaus ist wirklich optisch eine der spektakulärsten Horrorfilmszenen, die ich in langer, langer Zeit gesehen habe. Zwischendurch schafft es der Film immer wieder, einige intensive und atmosphärisch dichte Momente zu schaffen. Alicia Cuthbert als eigentliche Hauptdarstellerin macht ihren Job eigentlich wirklich gut, und
Sonst muss man dem Film eigentlich nur für seine Klischees vergeben, genauso wie man mir eigentlich dafür vergeben müsste, dass ich jetzt in dieser Zusammenfassung das Wort eigentlich wirklich oft verwendet habe. Wer über die Schwächen des Films hinwegsehen kann, der bekommt meiner Meinung nach mit House of Wax zumindest einen optischen Leckerbissen. Und in der heutigen Horrorlandschaft ist das irgendwie zumindest besser als gar nichts, oder?